Ja, und damit moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Solo-Run-Folge in Pokémon Blau und Rot auf meinem Kanal. Heute haben wir die erste Evoli-Entwicklung mit dabei, nämlich Aquana. Wir haben 130 Kraftpunkte als Wert, was richtig, richtig gut ist. Wir haben 65 im Angriff, 60 in der Verteidigung, 110 als Spezialwert, auch richtig, richtig gut. Und wir haben eine Initiative von 65. Das ist in Ordnung. Der Move von Aquana, auch der sieht richtig gut aus. Wir lernen echt viele Sachen per Levelaufstieg dazu. Und wir haben von Anfang an Aquaknarre, das wird wichtig bei Rocco. Und auch die TMs und VMs, die wir lernen können, die sehen richtig gut aus. Für die, die neu dabei sind, schauen wir ein letztes Mal auf die Regeln. Wir benutzen nur Aquana für jeden einzelnen Pokémon-Kampf und benutzen andere Pokémon nur für VMs und benutzen keine Items in den laufenden Kämpfen. Also, auf geht's in den Run. Wir schauen uns als allererstes zunächst den Rivalenkampf Nummer 1 an. Und unser Rivale, der hat für diesen Run Bisasam als Starter-Pokémon ausgesucht, da es ein Pflanzen-Pokémon ist. Aber es kann zum Anfang natürlich noch keine Pflanzenattacke. Deswegen war der Kampf relativ unspektakulär. Wir haben insgesamt 4-mal Ruckzuckieb einsetzen müssen. Aber dann haben wir das Bisasam auch besiegt. Als nächstes stand dann bereits der Arena-Kampf gegen Rocco in Mamoria City auf dem Plan. Und hier haben wir das Glück, dass wir das erste Mal mit einem Wasser-Pokémon in Solo-Run machen, was auch Aquaknarre bereits kann. Wir brauchten hier nur eine einzige Aquaknarre für das Kleinstein und auch nur zweimal eine Aquaknarre für das Onix und hatten bereits den ersten Orden gewinnen können. Weiter ging es im Anschluss nach Azuria City und hier treffen wir erneut auf unseren Rivalen für Rivalenkampf Nummer 2. Und unser Rivale hat jetzt einen Tauboga, Abra, Radfratz und natürlich auch noch sein Bisasam. Das Tauboga, das versucht auch sofort mit Sandwirbel unsere Genauigkeit zu senken. Und wir brauchen dann insgesamt 3 Aquaknarren. Eine sogar mit Volltreffer, inklusive noch einen Ruckzuckieb, um es überhaupt besiegen zu können. Beim Abraham in Level 15, da hatten wir natürlich kein Problem, da es uns überhaupt nicht angreifen kann. Hier haben wir 2-mal Ruckzuckieb benutzt, um es zu besiegen. Beim Radfratz mit Level 15 brauchten wir eine Aquaknarre und auch einen Ruckzuckieb, um es zu finishen. Und beim Bisasam mit Level 17 haben wir selbst einmal auf Sandwirbel gesetzt, um die Genauigkeit von dem Bisasam zu senken. Und dann haben wir hier insgesamt 4-mal Ruckzuckieb einsetzen können, bis es fast besiegt war. Und dann konnten wir mit dem letzten Ruckzuckieb sogar noch einen Volltreffer landen, der natürlich dann irrelevant war. Aber der Rivale hat gegen uns verloren. Nachdem wir im Anschluss bei Bill waren, sind wir daraufhin direkt schon nach Orania City weitergereist, noch bevor wir überhaupt gegen Misty angetreten sind, da wir natürlich mit einem Wasser-Pokémon wie Aquana schlechte Karten gegen ihre Wasser-Pokémon haben. Deswegen brauchen wir hier eine neue Attacke für unser Aquana. Und die gibt es hier in dem 4. Raum von links auf der MSN. Wir müssen nur einmal den Teenager besiegen, der hat nur einen Nidoran. Da ist nach 2 Attacken direkt schon wieder Schluss. Und dann bekommen wir hier TM08 Body Slam. Mit unserer neuen Attacke habe ich dann auch den Rivalenkampf auf dem Schiff direkt schon mitgenommen. Der war jedoch richtig, richtig leicht. Body Slam ist eben super, super stark. Und dann ging es auf dem direkten Weg nach Azuria City zurück. Und jetzt treten wir auch gegen Misty an. Und Misty, die setzt erst ihr Sternduo ein. Das bekommt von uns 2-mal einen Body Slam ab. Dann war es schon besiegt. Und dann kam noch Starmie. Das konnte uns zunächst mit Tackle angreifen, da es schneller ist als wir. Aber auch hier haben wir nach der zweiten Body Slam Attacke das Starmie schon paralysiert, sodass wir mit einer dritten Body Slam Attacke das Starmie besiegen konnten und damit eben auch Misty. Der zweite Orden, der hat uns also schon gehört und wir haben eine neue Attacke für Aquana bekommen, Blubstrahl. Die Reise ging dann erneut nach Orania City weiter, um jetzt gegen den Arenaleiter Major Bob anzutreten und der hat sich auf Elektro-Pokémon spezialisiert, was für unser Aquana natürlich nicht so gut ist, da Elektro eine der beiden Typschwächen ist, die es hat, neben Pflanze. Aber das wollte man mit Level 21, das kann gar keine Elektro-Attacke, das benutzt Ultraschall gegen uns und wir greifen dann mit Blubstrahl an, dadurch ist es schon fast besiegt und dann konnten wir es mit Ruckzuckieb finishen. Das Pikachu mit Level 18, das könnte eine Elektroattacke, das kommt aber gar nicht dazu, denn nach einem Blubstrahl ist für das Pikachu schon wieder Schluss und dann kam noch Raichu mit Level 24 nach. Da setzt Donnerblitz gegen uns ein und das tut schon echt weh, das macht 52 HP Schaden gegen uns, aber unser Blubstrahl, der landet einen Volltreffer und es kommt nur Donnerschock nach, zum Glück. Wir können also mit einem zweiten Blubstrahl auch das Raichu besiegen und bekommen den 3. Orden von Major Bob. Weiter geht's. Es geht also erneut von Orania City zurück nach Azuria City, um von dort aus in den Felstunnel zu gelangen. Und hier treffen wir auf unseren Lieblingsgegner, den Wanderer mit den 2 Kleinsteins und dem einen Georock. Und das ist für viele Pokémon ein Problem, aber nicht für den Wasser-Pokémon. Gegen das erste Kleinstein setzen wir Blubstrahl ein, dann war es besiegt. Das gleiche gilt auch für das zweite Kleinstein und natürlich auch für das Georock. Nach 3 Blubstrahlangriffen war es für den Wanderer schon wieder vorbei und wir konnten weiter. Weiter ging es dann auch und zwar von Lavandia aus direkt
direkt nach Prismania City, um gegen die Arenaleiterin Erika anzutreten. Und die hat sich auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert, was natürlich richtig schlecht für Aquana ist, da es die zweite Typschwäche neben Elektro ist. Aber wir haben uns zunächst vor dem Kampf eine neue Attacke für das Aquana abgeholt, in dem Kaufhaus, nämlich Eisstrahl. Und das ist effektiv gegen jedes ihrer Pokémon. Zunächst kam das Azinia mit Level 29, das bekommt von uns einen einzigen Eisstrahl ab. Das ist ein Volltreffer und reicht für einen One-Hit aus. Bei dem Tangela mit Level 24 können wir es sogar auch ohne Volltreffer fast mit einem Eisstrahl One-Hitten, aber es folgt danach sowieso nur Klammergriff und wir benutzen Body Slam, um es zu finishen. Und dann kam noch Giflom in Level 29. Hier reicht ein Eisstrahl nicht aus, aber wir gefrieren das Pokémon, sodass es gar nicht zum Angriff kommt und wir benutzen nur einen zweiten Eisstrahl, um es zu besiegen. Also den vierten Orden haben wir auch schon mal und damit auch die Halbzeit erreicht. Der nächste Punkt auf der Agenda ist der Rivalenkampf im Pokémon-Turm gewesen. Und unser Rivale hat jetzt ein viel besseres Team als zuletzt. Er hat immer noch Tauboga, Kadabra und Bisaknosp. Aber jetzt auch Gyarados und Fukano. Zunächst kann man aber das Tauboga mit Level 25. Hier haben wir nur ein einziges Mal Eisstrahl einsetzen müssen, um es zu besiegen. Beim Gyarados mit Level 23 brauchen wir aber, so wie es ausschaut, zweimal Eisstrahl. Aber das hatte nur fast gereicht, aber es wurde dann nur auf einen Trank gesetzt, sodass wir mit einem Body Slam das Gyarados finishen konnten. Beim Fukano mit Level 22 ist alles klar. Da setzen wir nur ein einziges Mal Blubstrahl ein, das ist natürlich sofort besiegt. Und beim Kadabra mit Level 20 versuchen wir es auch mit Blubstrahl und das setzt danach nur Teleport ein. Wir finishen also auch hier mit Body Slam wie schon beim Gyarados. Es kam also nur noch Bisaknosp mit Level 25 zum Schluss. Hier setzen wir auch wie beim Tauboga ein einziges Mal Eisstrahl ein, um das Pokémon zu besiegen. Und dadurch hatte der Rivale wie immer das Nachsehen gegen uns und wir konnten weitergehen. Weiter ging es dann, nachdem wir den Pokémon-Turm beendet hatten, nach Fuxania City. Und in Fuxania City gibt es eine ganz wichtige Sache für unser Aquana, die stärkste Attacke, die es bis zum Ende des Runs haben werden wird, nämlich VM03. Surfer, eine Same-Type-Attack-Bonus-Attacke, da es eine Wasserattacke ist, mit einer 95er Stärke und einer 100%igen Genauigkeit. Klar, Hydropumpe ist mit 120er Stärke stärker, aber die hat nur eine 80%ige Genauigkeit und mit unserer neuen Attacke gehen wir jetzt in den Kampf gegen Koga. Gegen Koga setzen wir beim Smogon mit Level 37 auch das erste Mal Surfer ein und er benutzt danach einen X-Angriff. Okay, wir finishen also sein erstes Smogon mit Eisstrahl. Das Slimog mit Level 39, auch das bekommt von uns Surfer ab. Das benutzt aber Aussetzer gegen uns, setzt aber nur Body Slam aus. Wir können also mit Surfer weitermachen und auch hier wird auf einen X-Angriff gesetzt, was keinen Sinn mehr macht, denn mit Eisstrahl finishen wir auch das Slimog. Das zweite Smogon mit Level 37 kriegt auch eine Surfer-Attacke ab. Das greift uns überhaupt erst einmal an mit Smog, aber auch hier finishen wir das Pokémon mit Eisstrahl und dann kam noch Smogmog mit Level 43. Hier setzen wir auch auf Surfer und das Smogmog benutzt Finale und das macht 120 HP Schaden gegen uns. Aber das reicht nicht. Wir überleben das Ganze, erhalten den fünften Orden und können weiter nach Saffronia City. In Saffronia City sind wir zunächst in das Sylph Corporation Gebäude gegangen und hier treffen wir erneut auf unseren Rivalen, der einen Tauboss, Gyarados, Fukano, Simsala und Bisaflor dabei hat. Das Tauboss mit Level 37, das versucht Wirbelwind gegen uns und wir greifen dann mit Eisstrahl an und wir landen den Volltreffer. Das reicht für einen One-Hit. Beim Gyarados mit Level 38 greifen wir auch mit Eisstrahl an. Es folgt aber dann ein Biss vom Gyarados, aber unser nächster Eisstrahl gefriert das Pokémon, sodass wir mit zwei Body Slam Angriffen das Gyarados finishen können. Das Fukano mit Level 35, das ist nach einer Surfer-Attacke natürlich wieder besiegt. Beim Simsala mit Level 35 setzen wir aber wieder auf Body Slam. Der erste Body Slam, der paralysiert das Simsala sogar, sodass wir mit einem zweiten Body Slam das Simsala schon besiegen können. Und dann folgte noch Bisaflor mit Level 40. Hier setzen wir auf Eisstrahl, der macht richtig guten Schaden, aber eben nicht genug. Und das Bisaflor setzt gegen uns Rasierblatt ein und das macht 95 HP Schaden gegen uns. Das tut richtig weh, aber es reicht eben nicht aus. Wir können also ein zweites Mal Eisstrahl einsetzen und besiegen damit das Bisaflor und damit auch unseren Rivalen und wir können weiter zu Giovanni. Der Kampf gegen Giovanni, der ist tatsächlich richtig, richtig einfach gewesen. Giovanni hat einen Nidorino, Kangama, Rihon und auch Nidoqueen. Und das Nidorino mit Level 37 ist schon fast One-Hit mit Surfer gewesen. Das benutzt aber danach nur Energiefokus, sodass wir es dann mit Body Slam finishen konnten. Beim Kangama mit Level 35 haben wir das Glück, einen Volltreffer zu landen. Dadurch war tatsächlich Surfer auch One-Hit. Und beim Rihon mit Level 37 ist Surfer sowieso One-Hit, da es sehr effektiv ist. Beim Nidoqueen mit Level 41 ist Surfer auch sehr effektiv. Das reicht aber nicht für einen One-Hit aus. Aber hier wird nur auf einen Megablock gesetzt, sodass wir auch hier mit einem Body Slam, wie schon beim Nidorino, das Pokémon finishen. Also, Giovanni war ganz schnell besiegt. Das Team Rocket zieht ab und wir können zu Sabrina gehen. Der Kampf gegen Sabrina, der ist tatsächlich mal eine Herausforderung gewesen, denn sie hat einen Kadabra, Pantymos
Omot und Simsala und wir haben gegen keines dieser Pokémon eine effektive Attacke dabei. Zunächst kam das Kadabra mit Level 38, das ist auch noch schneller als wir und das greifen mit Psychstahl an und wir greifen dann auf Body Slam zurück. Es folgt dann nochmals eine Psychokinese und ein zweiter Body Slam von uns, dann war zumindest das Kadabra schon mal besiegt. Beim Pantymos mit Level 37 setzen wir auf Surfer, das macht richtig guten Schaden. Das Pantymos benutzt gegen uns dann Konfusion und wir benutzen ein zweites Mal Surfer, dann war auch das Pantymos besiegt. Das Omon mit Level 38, auch das bekommt von uns zunächst Surfer ab, das benutzt aber Stachelspore gegen uns und wir sind direkt paralysiert. In der Zeit benutzt es zweimal Blutsauger gegen uns, denn wir kommen nicht zum Angriff, aber dann können wir mit dem zweiten Surferangriff das Omon besiegen. Es folgt aber noch Simsala mit Level 43 zum Abschluss, das ist auch schneller als wir, benutzt den Vorzug jedoch für Reflektor und dann greifen wir mit Body Slam an und wir haben das Glück, auch das Simsala zu paralysieren. Es folgt danach zwar nochmals Reflektor und wir greifen nochmal mit Body Slam an, aber dann greift es uns auch mit Psychstrahl an und das tut auch schon echt weh. Aber wir setzen danach auf Surfer, landen den Volltreffer und besiegen das Simsala. Also, wir haben es mit etwas Glück zum Ende geschafft. Wir erhalten den 6. Orden und können weiter auf die Zinnoberinsel. Wie der Kampf gegen den Arenaleiter auf der Zinnoberinsel gegen Pyro ausgesehen hat, könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, denn Pyro hat sich auf Feuer-Pokémon spezialisiert und das ist natürlich gefundenes Fressen für unser Aquana. Zunächst kam sein Fukano mit Level 42, das ist so schnell wie es gekommen ist auch wieder gegangen nach einem Surfer und auch das Ponita mit Level 40 brauchte nur einen Surferangriff, um besiegt zu werden. Beim Galoppa mit Level 42 benutzt Pyro einen Supertrank zum Anfang schon, obwohl es noch volle HP hat und wir setzen auch hier einmal Surfer ein und auch das Arcani mit Level 47 bekommt zunächst einen Supertrank trotz noch vollen HP. Wir setzen hier auf Surfer, das reicht aber tatsächlich mal nicht aus und das Arcani greift uns mit Bodycheck an, aber auch hier reicht ein zweiter Surfer zumindest aus, um das Arcani zu besiegen und damit haben wir es schon geschafft. Wir erreichen Level 42, bekommen eine neue Attacke, die wir gebrauchen können, nämlich Säurepanzer und bekommen den 7. Orden und wir können nach Vertania City. In Vertania City steht nämlich die letzte Arena, die von Giovanni und gegen den müssen wir noch antreten, um den 8. Orden zu bekommen und der hat, wie schon Pyro, ausschließlich Pokémon mit einer Schwäche gegen Wasserattacken. Perfekt also für unser Aquana. Zunächst kam Rihon mit Level 45, Surfer Nummer 1 besiegt. Dickdrie mit Level 42, Surfer Nummer 2 auch besiegt. Nidoqueen mit Level 44, Surfer Nummer 3 auch besiegt. Nidoking mit Level 45, Surfer Nummer 4 auch besiegt. Und nein, Dunkelnebel brauche ich nicht. Und dann kam nur noch Rizeros mit Level 50 und Surfer Nummer 5. Und damit war auch Rizeros besiegt. Also den 8. Orden gab es ganz schnell. Wir können uns auf den Weg zur Pokémon-Liga machen. Auf dem besagten Weg treffen wir jetzt erneut auf unseren Rivalen und der hat jetzt ein komplettes Team mit Taubos, Rihorn, Garados, Fukano, Simsala und auch Bisaflor. Das ist also richtig schwer, deswegen benutzen wir gegen das Taubos mit Level 47 dreimal Säurepanzer. Einerseits um die Verteidigung zu pushen und auch um die Ordenboosts nochmal auf uns anzuwenden und dann greifen wir mit Eisstrahl an. Das reicht dann für einen One-Hit aus. Bei dem Rihorn mit Level 45 setzen wir auf Surfer, das ist sehr effektiv, das reicht für einen One-Hit und beim Garados mit Level 45 setzen wir auf Eisstrahl. Hier haben wir das Glück, dass wir sofort das Garados einfrieren und wir benutzen dann zweimal Body Slam, um es zu finishen. Das Fukano mit Level 47, das ist immer noch One-Hit mit Surfer und das Simsala mit Level 50 ist zwar schneller als wir, benutzt den Vorzug aber für Genesung trotz noch vollen HP. Okay, wir haben hier das Glück mit Body Slam einen Volltreffer zu landen plus eine Paralysierung und wir greifen dann ein zweites Mal mit Body Slam an, um es zu besiegen, aber es kommt dann noch Bisaflor mit Level 53 nach. Das setzt sofort Rasierblatt gegen uns ein und das macht 121 HP Schaden gegen uns und wir greifen dann mit Eisstrahl selbst an. Wir landen hier einen Volltreffer und haben das Glück, dass wir auch das Bisaflor gefrieren, denn sonst hätten wir den nächsten Angriff nicht mehr ausgehalten. Wir benutzen ein zweites Mal Eisstrahl, besiegen das Bisaflor und damit auch unseren Rivalen. Wir können unseren Weg zur Pokémon-Liga fortsetzen. Dort angekommen müssen wir als allererstes gegen Lorelei antreten und die hat sich auf Wasser- und Eis-Pokémon spezialisiert, was natürlich nicht so besonders gut für unser Aquana ist, denn unsere stärkste Attacke als Wasser-Pokémon ist Surfer und unsere zweitstärkste Attacke ist eine Eisattacke mit Eisstrahl. Nun denn, gegen Yugong mit Level 54 benutzen wir deswegen dreimal Säurepanzer, um unsere Verteidigung zu pushen und um die Ordenboosts nochmal auf uns anzuwenden und dann greifen wir tatsächlich mit Surfer an, obwohl das nicht effektiv ist. Es ist trotzdem die stärkste Attacke gegen das Yugong und nachdem wir zweimal Surfer eingesetzt haben, setzt es dann auf Erholung und in der Zeit benutzen wir dreimal Surfer,
um das Yugong zu besiegen. Gegen das Ausrüsten Level 53 setzen wir auch auf Surfer, obwohl das nicht effektiv ist, denn eine andere Attacke wie zum Beispiel Body Slam wäre komplett fehl am Platz, da Ausrüst die höchste Verteidigung im ganzen Spiel hat. Aber mit einem zweiten Surfer war Ausrüst schon besiegt. Beim Lamus mit Level 54 probieren wir zumindest mal Body Slam zweimal, um es vielleicht zu paralysieren, aber das macht geschwind einen geringen Schaden und danach kam sowieso noch Panzerschutz vom Lamus, also Body Slam war hier komplett fehl am Platz. Wir haben dann mit Surfer weitergemacht und es kam nochmal Heuler und nach dem nächsten Surfer kam ein Supertrank, sodass wir mit einer letzten Surfer-Attacke das Lamus besiegen konnten. Aber wir hatten dann noch einen Level Up, bedeutet unsere Orden-Boosts, die wir aufgebaut hatten mit Säurepanzer, die sind jetzt weg für das Rostana mit Level 56. Das greift uns mit Fuchtler an und wir greifen auch hier auf Surfer zurück und nach dem nächsten Fuchtler landen wir mit Surfer einen Volltreffer und besiegen das Rostana. Zum Abschluss kam aber noch Lapras mit Level 56. Auch hier greifen wir auf Surfer zurück und dann folgt ein Konfustrahl von Lapras, heißt, wir sind direkt verwirrt, landen aber mit unserem Body Slam danach zum Glück einen Volltreffer, aber paralysieren das Lapras nicht. Das Lapras, das setzt selber Body Slam gegen uns ein und auch wir machen mit Body Slam weiter und dann paralysiert der Body Slam von Lapras uns. Leider. Deswegen kann Lapras weiter mit Body Slam machen und wir hitten mit dem nächsten Body Slam den Volltreffer. Aber auch das Lapras, das hittet den Volltreffer mit Body Slam und das ignoriert alle Boosts, die wir haben. Und deswegen macht das richtig viel Schaden. Wir setzen hier dann auf Surfer. Es folgt noch ein Body Slam und ein letzter Surferangriff von uns. Und Lapras war besiegt und damit auch das erste Top-4-Mitglied Lorelei. Das zweite Top-4-Mitglied Bruno war auch in diesem Run, wie immer, das einfachste. Zunächst kam Onyx Nummer 1. Hier reichte natürlich einmal Surfer. Beim Nocturne mit Level 55 reicht auch eine Surfer-Attacke. Und nein, Weißnebel wollen wir nicht haben. Beim Kikli mit Level 55, auch hier reicht eine Surfer-Attacke. Und auch beim Onyx Nummer 2 reicht natürlich auch eine Surfer-Attacke. Nur beim Machomai mit Level 58 müssen wir Surfer zweimal einsetzen. Das greift uns aber gar nicht an. Das benutzt nur Energiefokus dazwischen. Also, wir können direkt weiter. Im nächsten Raum hat nämlich bereits Agatha auf uns gewartet. Und die hat ein richtig gutes Team. Sie hat einen Arbok, einen Goldbat, aber auch einen Alpollo und zwei Gengars. Das erste Gengar mit Level 56, das können wir aber gar nicht angreifen, das wird direkt wieder zurückgerufen und dafür bekommt das Goldbad mit Level 56 unsere erste Surfer-Attacke ab. Aber auch das Goldbad wird danach direkt wieder zurückgerufen und es kommt das Gengar mit Level 56 zurück. Das bekommt jetzt unsere zweite Surfer-Attacke ab und das benutzt dann Traumfresser gegen uns, obwohl wir noch wach sind. Und wir machen auch hier mit Surfer weiter und nach der nächsten fehlgeschlagenen Hypnose benutzen wir nochmal Surfer, um das Gengar zu besiegen und dann kommt Goldbad natürlich wieder zurück. Hier finishen wir das Ganze mit Eistrahl. Es folgt dann Alpollo mit Level 55 und hier möchte ich dreimal Säurepanzer einsetzen, aber in der Zeit, wo wir das machen möchten, benutzt Alpollo Konfustrahl und wir verletzen uns auch selbst in der Verwirrung. Aber als wir fertig sind, setzen wir Surfer ein, landen den Volltreffer und besiegen das Alpollo schon fast und das benutzt danach nur Traumfresser. Wir benutzen also Eistrahl, um das Alpollo zu finishen. Es folgt dann Arbok mit Level 58, auch hier setzen wir wieder auf Surfer und danach kommt ein Giftblick, der keine Wirkung zeigt und wir finishen auch das Arbok, wie schon das Alpollo, mit Eistrahl und es folgte noch Gengar mit Level 60. Hier greifen wir sofort mit Surfer an und auch das Gengar versucht uns zu vergiften mit Toxin, aber das zeigt auch bei uns keine Wirkung und wir greifen dann nochmals auf Surfer zurück und es folgte dann nur noch einen Supertrank seitens Agathe. Wir können also ein drittes Mal Surfer benutzen und besiegen das Gengar und damit auch das dritte Top 4 Mitglied. Wir können weiter zu Siegfried. Siegfried ist nämlich das letzte Top 4 Mitglied und der hat sich auf Drachen-Pokémon spezialisiert. Er hat einen Garados, zwei Dragoniers, einen Aerodactyl und einen Dragoran, aber Aquana hat Eistrahl dabei. Das ist perfekt. Zunächst kam Garados mit Level 58. Hier setzen wir dreimal auf Säurepanzer und Garados setzt in der Zeit zweimal Silberblick ein und einmal Drachenwut und dann greifen wir auch mit Eistrahl an. Das sieht vom Schaden sehr gut aus und das Garados benutzt danach auch nur Silberblick. Wir greifen dann nochmals mit Eistrahl an, besiegen das Garados nur fast, aber gefrieren es. Aber Siegfried gibt dem Garados dann noch einen Hypertrank. Okay, wir müssen hier dreimal Body Slam einsetzen und besiegen das Garados. Es folgt dann Dragonier mit Level 56 Nummer 1. Hier reicht natürlich ein Eistrahl und auch beim zweiten Dragonier mit Level 56 reicht ein Eistrahl. Aber dann leveln wir auf und unsere Ordenboosts sind weg. Aber für das Aerodactyl mit Level 60 haben wir Surfer. Auch das reicht für einen One-Hit aus. Und beim Dragoran mit Level 62 trifft die Slam-Attacke nicht. Und unsere Eistrahl-Attacke besiegt auch fast das Dragoran und das benutzt danach Hyperstrahl. Wir überleben das Ganze, können nochmal Eistrahl einsetzen und haben es geschafft. Wir müssen nur noch einen einzigen Trainer besiegen. Der letzte Trainer, den wir nämlich besiegen müssen, ist unser Rivale und der ist amtierender Pokémon-Meister mit einem richtig starken Team. Mit Tauboss, Simsala, Rizeros, Garados, Akani, Bisaflor, allesamt mit einem höheren Level als unser Aquana. Das kann was werden. Auf geht's in den letzten Kampf.
Los geht's, unser Rivale möchte ein letztes Mal gegen uns kämpfen und Tauboss mit Level 61 ist sein erstes Pokémon dafür. Los geht's, Aquana. Wir setzen hier natürlich sofort auf Eisstrahl, aber das Tauboss ist schneller und benutzt Wirbelwind. Sehr schön. Eisstrahl sollte guten Schaden machen. Das sieht sehr gut aus. Und wir gefrieren Tauboss. Perfekt, umso besser. Wir können also direkt mit Eisstrahl nachlegen. Das war's schon für das Tauboss. Mach's gut. Es folgt also Simsala mit Level 59. Aber wir leveln sogar noch ein Level auf davor, auf Level 52. Okay, Simsala, Level 59, auf geht's. Hier setze ich auf Body Slam, da Simsala eine schlechte physische Verteidigung hat, aber auch das ist schneller. Es benutzt Psychokinese, das sollte guten Schaden machen. Oh, es tut schon ein bisschen weh. Body Slam macht okayen Schaden, aber paralysiert das Simsala. Besser geht's gar nicht. Okay, nächster Body Slam, auf geht's. Und es folgt nur Reflektor. Sehr schön, wir können also das Simsala besiegen, ohne weiteren Schaden zu nehmen. Das ist sehr gut. Es kann also danach Rizeros mit Level 61 folgen. Hier können wir jetzt ohne Probleme dreimal Säurepanzer benutzen, um unsere Verteidigung zu boosten und um die Ordenboost nochmal anzuwenden. Und Rutenschlag tut dann natürlich auch noch sein Übriges. Es folgt also Säurepanzer Nummer 2 und Silberblick. Noch besser, also Säurepanzer Nummer 3. Und dann können wir auch angreifen nach Hornbohrer. Okay, perfekt. Also Surfer eingesetzt. Das wird ohne Probleme für einen One-Hit gegen Rizeros reichen. Tja, und genauso ist es auch. Das war's für Rizeros. Es folgt danach Gyarados mit Level 61 auch. Und da ist es schon. Hier setzen wir direkt auf Eisstrahl. Das sieht vom Schaden okay aus. Ungefähr die Hälfte. Und wir gefrieren auch das Gyarados. Das gibt's gar nicht. Okay, wir können also ohne Probleme mit Eisstrahl weitermachen. Ja, das reicht nicht ganz aus. In Ordnung. Dann werden wir schlichtweg Body Slam benutzen. Und damit finishen wir auch das Gyarados. Und dann kommt Arcani mit Level 63 also nach. Und für das haben wir natürlich Surfer. Wir setzen auch direkt Surfer ein. Das sollte ohne Probleme auch ein One-Hit sein. Wie schon beim Rizeros. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das war's schon für Arcani. Wir haben also für Bisaflor mit Level 65 noch 167 HP. Das ist sehr, sehr gut. Also, das letzte Pokémon kommt. Auf geht's. Hier setzen wir natürlich auf Eisstrahl. Und das Bisaflor auf Solarstrahl. Nein, Eisstrahl muss ein Volltreffer werden, sonst haben wir verloren. Nein, das sollte es gewesen sein. Okay, es folgt Solarstrahl. Der sollte uns komplett grillen. Oh ja. Nein, wir überleben! Sehr gut! Eisstrahl Nummer 2, der wird ausreichen! Ja! Das war's! Leveln wir noch ein Level auf? Nein! Das war's also! Mit Level 53! Das ist sehr, sehr stabil! Damit kann ich sehr gut leben! Das war jetzt aber auch tatsächlich sehr lucky, dass wir den Solarstrahl überleben! Hätte ich in 100 Jahren nicht gedacht! Aber okay, das nehme ich! Wir müssen also jetzt fix auf Professor Eich warten und dann lassen wir Aquana in die Pokémon-Liga eintragen. Mit Level 53, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Es hat sich angefühlt, als würden wir hier tatsächlich einen Speedrun mit Aquana machen, denn auch an der Videolänge wird man wahrscheinlich sehen, dass das richtig, richtig schnell alles ging. Also, wow. Wir tragen also Aquana in die Pokémon-Liga ein, beziehungsweise Professor Eich, und dann kommt Aquana auf unsere eigene Bestenliste, auf Platz 3, auf das Treppchen. Das ist verdient. Porygon muss da leider weichen, aber Aquana war bedeutend besser, auch wenn es das gleiche Level im Endeffekt hat. Aber Leute, das ist es dann tatsächlich auch für heute gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es wie immer mit einem Daumen nach oben auf das Video und abonniert noch gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Macht's gut, meine Lieben, und ab dafür und ciao.